Beachtlich. Ich war wohl eindeutig zu nachlässig bei meiner Suche. In diesem Dorf wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Was immer ihr zu verbergen habt, ich werde es finden. Ich habe genug von euren Fähigkeiten gesehen. Ihr werdet jetzt sterben, damit ihr mir später nicht in die Quere kommt. Später! Ihr! Gut gekämpft, meine Schülerin. Aber gegen einen solchen Gegner kann ich euch noch nicht antreten lassen. Unfassbar. An einem so bescheidenen Ort hätten wir euch nie vermutet. Wir hatten eine Armee erwartet. Eure Strategie ist makellos, wie immer. Ihr seid am Ende eurer Suche angekommen, Assassine. Aber niemand wird von eurem Erfolg hören. Meine Vergangenheit hat mich anscheinend eingeholt und ihr werdet nun darin verwickelt. Ihr seid weit früher mit euren ersten Geistergegnern konfrontiert worden, als ich es vorhatte. Morgenstern kann euch mehr über solche Kreaturen erklären. Ich muss gehen und mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit, aber vielleicht seid ihr ja bereit. Dankt mir nicht zu voreilig. Zu diesem Angriff kam es nur wegen mir. Ihr solltet davon noch nichts erfahren, aber jetzt geht es nicht anders. Ich erkläre euch alles, wenn ihr zur Schule kommt. Ihr habt euch gut geschlagen, aber es steht euch noch einiges bevor. Kümmert euch um eure Mitschüler und die Dörfler und kommt danach zu mir in die Schule. Wir haben viel zu besprechen. Auf der linken Seite des Bildschirms erscheint ein gelbes Pfeilsymbol. Wenn mein Charakter genug Erfahrungspunkte hat, um eine Stufe aufzusteigen, öffnen Sie die Charakterdaten und drücke Sie A, um den Stufenaufstieg vorzunehmen. Ja, jetzt ist sie Stufe 2. Auf diesem Bildschirm können Sie Punkte zur Steigerung Ihrer Fähigkeiten einsetzen. Wenn Sie Y drücken, werden die Punkte automatisch so verteilt, dass ein ausgewogener Charakter entsteht. Oh. Ja, mach ich auch ausgewogen. So. Fertig. Ja. Ihnen stehen 2 Stilpunkte für die Aufwertung Ihrer Kampfstile zur Verfügung. So, jetzt kann ich hier alles, verbessern, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Ich mache himmlische Welle zuerst. Der Kämpfer erhält in diesem Ziel verbesserte Skischläge. Sie kosten mehr Ski, richten aber auch mehr Schaden an. Der Skischlagmodus wird mit der schwarzen Taste gestartet. So. Am Anfang sind es, glaube ich, immer nur 1 Punkt. Okay, nee, 2. Ja. Und dann werde ich noch Goldstern erhöhen. Mehr Schnelligkeit, Schadenerhöhung. Da werde ich auch den Schaden erhöhen. Na nun, wieso? Wir haben gut gegen diese Banditen gekämpft. Aber mir war nicht klar, wie mächtig Meister Li tatsächlich ist. Er hat dieses Schiff problemlos zerstören können. Das ist so verwirrend. Meister Li hat gesagt, ich könne das Wesen von Seelen erklären, aber
Diese waren anders. Der Magier hat sie gezwungen zu erscheinen, wie losgelassene wilde Hunde. So viele Geister scheinen umherzuirren, als ob ihnen der Weg zur Ruhe verwehrt bliebe. Ich dachte, sie seien nicht gefährlich, aber die Geister am Strand, ich konnte spüren, dass sie den Verstand verloren hatten. Sie sind mit der Zeit wahnsinnig geworden. Ihr habt sie im Kampf besiegt und zerstreut. Sie werden lange brauchen, um ihre Form wieder zu erlangen. Ich hoffe, sie haben nun eine Art Frieden gefunden. Es gibt so vieles, das mir Sorgen bereitet. Möchtet ihr über den Anschmidt sprechen? Ich war schon wegen der Banditen besorgt. Und jetzt treten Gefahren auf, die wir nicht einmal kannten. Meister Lee hat diesen Magier als Assassinen bezeichnet. Assassinen greifen nicht willkürlich an. Sie haben ein ganz bestimmtes Ziel. Ich will nicht, dass diesem Dorf etwas zustößt. Es ist mein Zuhause. Wo habt ihr gelebt, bevor ihr in die Schule gekommen seid? Euer Name ist ungewöhnlich. Handelt es sich um einen Titel? Welche Auswirkungen das auf euch hat, spielt keine Rolle. Ich habe wichtige Fragen. Kommt es euch komisch vor, wenn ich sage, dass ich das nicht weiß? Ich kann mich kaum daran erinnern, wo ich war, bevor ich hierher kam. Damals war ich 3 Jahre alt. Ich weiß nur, dass ich viel unterwegs war. Nie lange an einem Ort. Und aus irgendeinem Grund wirkten die Gewänder dieses Magiers seltsam vertraut. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin sicher, es steckt gar nichts dahinter. Meine Kindheitserinnerungen spielen mir nur einen Streich. Da Bilder aus dem Geisterreich in meine Gedanken strömen, hätte ich sie überall sehen können. An besondere Begebenheiten kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Wer den Anschein erweckt, die Toten nicht friedlich ruhen zu lassen, wird von den Leuten nicht besonders freundlich aufgenommen. Meister Lee hat gesagt, dass ich von einem besorgten Freund hierher gebracht wurde, der mich von noch jemand anderem in Empfang genommen hatte. Diese Person wollte, dass ich sicher bin, konnte aber nicht selbst dafür sorgen. Meister Lee weiß nicht, wer dieser andere war oder wovor ich beschützt werden sollte. Er versprach, der Sache auf den Grund zu gehen, hatte aber nicht die Zeit dazu. Eure Ausbildung hatte Vorrang. Meine Fähigkeiten sind nur eine Merkwürdigkeit am Rande. Ihr seid hier der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und das ist mir auch lieber so. Ich kann einfach nur da sein. Es ist beunruhigend, seine Vergangenheit nicht zu kennen. Da fehlt ein Fragezeichen am Ende. Ja, das wisst ihr selbst sicher nur zu gut. Ich hoffe, es klingt nicht komisch, aber ich bin froh, dass wir diese Erfahrung teilen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Die Ereignisse am Strand haben mich beunruhigt, aber ihr hält meine Stimmung immer auf. Widmen wir uns wieder der anstehenden Aufgabe. Wie habt ihr Meister Lee geholfen? Wer sind die interessantesten Leute im Dorf? Nun ja, wir waren bereits bei Guqin, der früher irgendwo im Westen zur Wache gehörte, wie es heißt. Der alte Ming hat immer eine Geschichte zu erzählen und er ist meist bei der Statue am Strand. Den Kaufmann Fendo findet ihr auf dem Dorfplatz. Er sagt jetzt schon seit Wochen, dass jeden Tag neue Waren eintreffen müssten. Oh, wenn es um Übungskämpfe oder die Philosophie der Kampfkunst geht, solltet ihr Lächelnder Berg aufsuchen. Er ist hinter dem Ring bei den Schülerquartieren und kann einen immer aufmuntern. Ich will gar nicht so sehr daran denken. Das Ski zu nutzen, fällt mir nicht so leicht wie euch. Die Dinge, die ich tue, sind anders. Ach, das hatten wir schon mal. Ich kann Geistergestalten sehen und merkwürdiges Geflüster hören. Meister Lee war davon überrascht. Ich hoffe nur, meine Fähigkeiten sind noch zu mehr Nutzen. Dann sollten wir zu Meister Lee zurückkehren, damit er mit euch über diesen Angriff sprechen kann. Yay. Alles meins. Haha, ihr blöden Assassinen. Ihr habt verloren und seid tot.
Dieser verfluchten Banditen mögen ihre Geister ruhelos herumirren. Wir haben gute Leute verloren, aber dank euch waren es nicht ganz so viele. Und meine Statue, gut, dass sie nicht angerührt haben. Sein Standbild zu schänden wäre eine Beleidigung des Kaisers selbst. Dies ist eine würdige Huldigung an unserem Herrscher, des Kaisers Sun. Leider scheint keiner außer mir ihm huldigen zu wollen. Ich kann sie nicht mehr ordentlich reinigen. Mein Rücken macht mir zu schaffen, deshalb nennt man mich wohl auch den alten Mink. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen, mein Süßer? Entschuldigung. Geht und lasst mich in Frieden, alter Ziemburg. Boah. Nicht viele wollen hören, was der alte Mink zu sagen hat, auch wenn ich deutlich länger hier bin als alle anderen. Also, was wollt ihr? Ballt euch ein bisschen. In meinem Alltag kann man jederzeit tot umkippen. Ach, hör nicht herum. Was könnt ihr mir über zwei Ströme erzählen? Da tauchen ein paar räudige Banditen und ihr undurchsichtiger Anführer auf und schon geht mir jeder mit Fragen über das Dorf auf die Nerven. Also ob das wichtig wäre. wer ist wichtig hier? Kommt drauf an, wenn ihr fragt, ich vermute, jeder hat seine eigene Meinung. Eigentlich ist Meister Li derjenige, der hier wirklich das Sagen hat. Zu ihm blickt jeder auf und sein Wort ist hier Gesetz. Seine Weisheit zweifelt niemand an. Na doch, geil. Gau meinte ich, nicht geil, Alter. Wie komme ich denn auf geil? Er kümmert sich hauptsächlich um die Schule, aber Gujin, der Waffenmeister, hilft sehr viel im Dorf mit und ist so. Und so ist er vermutlich der beliebteste Mann hier. Dann wäre da noch Feng Du, der Kaufmann. Es wäre schön, wenn er endlich aufhören würde, zu klagen, dass er noch nicht reich geworden ist. So schlecht geht es ihm doch gar nicht. Was wisst ihr über Meister Li? Warum ist seine Stimme jetzt anders? Er ist ein weiser und fähiger Mann. Seit 20 Jahren herrscht Frieden hier im Dorf und das verdanken wir ihm. Wer hat die Schule vor Meister Li geführt? Das ist so lange her. Wir haben nur seinen Namen. Kong Tsai. Song Gang. Achso, nee, das sind ja Fragen. Das ist so lange her. Wie war nur sein Name? Kong Tsai? Song Gang? Ja, ich glaube, das war's. Er hat sich immer mehr um den Handel gekümmert als um sonst etwas. Meister Li brachte das Dorf auf einen anderen Weg. Kurz nachdem er ankam, ging Song Gang fort. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Wie ihr wünscht. Aber ich bin alt und müde. Gebt mir einen Schubs, falls ich einnicken sollte. Also einen Schlag, ja? Erzählt mir etwas über den Kaiser. Oh, ich würde es nie wagen, über den Kaiser zu sprechen. Meine Worte würden seinen Ruhm nicht gerecht. Für viele Menschen ist er ein Held. Dass er die große Dürre beendet hat, brachte ihm ungeheuren Respekt ein, auch wenn er seinen Einfluss heutzutage sofern der Kaiserschaft nicht mehr zeigt. Ihr meint, der Kaiser vernachlässigt die Grenzlande? So etwas würde ich nie andeuten wollen. Sicher, dass er anderswo Wichtigeres zu tun hat. Meister Li meinte, er sei ihm ganz recht, dass zwei Ströme keine Aufmerksamkeit zuteilen wird. Es sei ein Zeichen, dass ihr alles zum Besten sich stehe. Könnten wir etwas über die Vergangenheit sprechen? Schön, Geschichten lernt man am besten durch Geschichten. Wenn man den Lektionen eines Lehrmeisters lauscht, ist das, als zerknülle jemand Papier, um das Geräusch eines Wasserfalls nachzuahmen. Also nur ein Abglanz des wahren Geschehens. Was wisst ihr über die Welt der Geister? Glaubt ihr etwa, ich fühle mich den Geistern besonders nah, weil ich bald selber ein werde? So alt bin ich dann doch noch nicht.
Ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde und strecke den Kopf so weit in die entgegengesetzte Richtung, wie ich kann. Ich wünschte, es wären mehr Leute so praktisch veranlangt. In der letzten Zeit hört man vieles über Geister. Reisende sagen, auf den Straßen wimmert es davon. Aber ich glaube, hinter solchen Berichten steckt eher der Geist des Weines als die Geister der Toten. Erzählt mir von der großen Dürre. Ihr seid zu jung, um zu wissen, wie das war. Ein ganzes Jahrzehnt ohne Wasser. Die Erde war rissig und kahl. In den großen Städten war es am schlimmsten. Es gab Aufstände, Hunderttausende starben. Kaiser Sun Hai machte all seinen Einfluss geltend, um die Dürre zu beenden und rettet uns alle. Aber das hatte seinen Preis. Ich weiß nicht, wo der Kampf stattfand oder wer der Gegner war. Alter, die Stimme macht mich dann fertig. Aber der Kaiser verlor seine beiden Brüder, Sun King und Sun Li. Aber was geschah wirklich? Wie ich schon sagte, welches Ungerecht im Himmel auch immer geschehen sein mag, der Kaiser brachte es wieder ins Lot und beendete so die Dürre. Ich weiß schon, dass die Antwort genügt euch nicht. So seid ihr jungen Leute eben. Alter. Mit der Zeit werdet ihr verstehen, dass der Kaiser Dinge tut, die ihr weder zu wissen noch verstehen braucht. Das akzeptiert ihr. Aber für Geistergeschichten seid ihr zu praktisch veranlangt? Ich glaube, dass alles seine Ordnung hat. Der Kaiser weiß Dinge, die ich nicht wissen soll. Wenn der Fischer seinen Fang auf den Markt schickt, muss die Kundschaft dann wissen, wie man Fische fängt. Nein, sie weiß nur, dass jemand anders das tut. Es hat alles seine Ordnung. Ist sie real und sie funktioniert. Geister und Schatten sind Schenkenmärchen. Ich wünsche euch was. Nisho. Das ist der. Und der ist eigentlich vorhin nicht draufgegangen. Wo ist denn der hin? Ach da! Nio! Ich bin froh, dass ihr und Meister Li rechtzeitig zur Stelle wart. Mein Vater war zur Schule gelaufen, um Hilfe zu holen. Hat auch er überlebt? Es tut mir leid, er ist tot. Ich konnte ihn nicht retten. Er ist tot? Nein, nein! Dieses Dorf war seine Heimat. Es ist eine Schande, dass er so gestorben ist. Hoffentlich kann Meister Li etwas Licht in die Sache bringen. Ein Magier hier bei uns? Was ist das denn? Ist mir damals nicht aufgefallen. Oh, Beute der Banditen. Oh. Das habe ich jetzt rein zufällig entdeckt. Bumm. Ernsthaft, das ist mir noch nie aufgefallen. So, wer ist das? Oh, ihr seid doch eine Freundin von Morgenstern, nicht wahr? Ich bin auf der Suche nach ihr. Die ist hinter dir. Morgenstern, da seid ihr ja. Ich weiß, wir haben seit einiger Zeit nicht miteinander gesprochen. Ich habe ihn letzte Nacht wieder gesehen und mich an eure Worte erinnert. Ich hatte nicht so viel Angst. Ich bin froh darüber, Frau Young. Er wirkte friedlich, wenn auch etwas verloren. Verzeiht bitte, dass ich euch gestört habe. Und was ich damals gesagt habe. Hä? Erinnert ihr euch an Yong Yin, ihren Sohn? Er ist letztes Jahr ertrunken, weil sie ein Tau nicht fest genug verknotet hatte. Bedauernswerter Unfall. Ich habe seinen Geist gesehen und es ihr gesagt. Sie dachte, ich rufe Geister herbei. Manche Geister kehren zurück, weil sie etwas richtigstellen wollen, das sie im Leben wie im Tod gestört hat. Sie sind völlig darauf konzentriert. Ist die Sache bereinigt, finden sie Frieden. So sollte es zumindest sein. Yins Geist hat seiner Mutter gesagt, dass sie keine Schuld hatte. Jetzt wandert er zwischen den Welten und der Weg in die nächste ist ihm versperrt. Unruhige Geister können für kurze Zeit Ruhe finden. Aber bevor das größere Problem nicht behoben ist, scheinen alle Toten dazu verdammt, herumzuirren bis zum Wahnsinn. Es tut mir leid. Es ist eine schwierige Geschichte.
Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie es bestimmte Leute beeinflusst. Ich weiß immer noch nicht, ob es richtig war, Frau Yong von ihrem Sohn zu erzählen. Es war gut, sie zu trösten, auch wenn sie es nicht hören wollte. Lass sie doch einfach. Lass sie von sich aus zu euch kommen. Ich weiß nicht. Die Leute wollen in ihrer Trauer am liebsten nicht gestört werden. Ich denke, es ist leichter, sich mit Schuld abzufinden, als mit dem Schicksal. Kommt, gehen wir nachsehen, ob mit den Schülern alles in Ordnung ist. Meister Lee wartet sicher schon. Jo. Erstmal speichere ich. So. Es ist wirklich gut, dass wir Meister Lee haben. Vergesst nicht seine beste Schülerin. Es heißt, sie hätte viele der Banditen erledigt. Fendu. Diese Banditen werden es sich gut überlegen, bevor sie ein Dorf bedrohen, das von einem Mann wie Meister Lee beschützt wird. Sie sind Narren, dass sie überhaupt gekommen sind. Zu dumm, dass ihr Schiff gesunken ist. Überlegt doch nur, was wir mit ihrer Beute hätten anfangen können. Ach ja, wieder mal eine verpasste Gelegenheit. In diesem Städtchen muss ein Händler jeden im Auge behalten, der mehr als ein Silberstück besitzt. Das Geschäft ist seit der großen Dürre nicht mehr so schleppend gelaufen. Euer Meister hält die Dinge geradezu lachhaft stabil. Aber nur Konflikte und Zwietracht beleben das Geschäft. Während der großen Dürre schossen die Preise in den Himmel wie Feuerwerkskörper. Ihr seid unzufrieden mit Meister Lees Führungsstil? So kann man das nicht sagen. Er ist ein weiser Mann, der den Dingen ins Herz sehen kann. Wenn es einen Grund zur Klage gäbe, dann höchstens, dass er nur so wenige Schüler um sich scharrt. Ein fähiger Lehrmeister könnte doch einen Haufen Leute hierher bringen. Aber er ist sehr wählerisch, wen er als Schüler annimmt. Ich will ihm in seine Geschäfte natürlich nicht reinreden, aber meine Geschäfte sind auch davon betroffen. Ich komme schon zu Rande. Ich sollte Konflikte und Zwietracht wohl nicht herbeisehnen, sonst klopfen sie eines Tages an meine Tür. Außerdem haben die Banditen mir auch nicht so viel Kundschaft beschert, wie ich erhofft hatte. Vielleicht ist Stabilität ja doch nicht so übel. Mit Vergnügen. Warum die Zeit mit meinen Klagen vertrödeln, wenn das liebe Silber ausgegeben werden will? Was habt ihr alles auf Lager? Im Moment gar nichts. Mein Lager ist leer. Die Leute trauen sich nicht zu reisen und so werden auch keine Waren geliefert. So leid mir das tut. Wie könnt ihr euch dann Kaufmann nennen, wenn ihr doch nichts zu verkaufen habt? Kommen wir nochmal, bla bla bla. Schaut gern wieder herein, wenn das Gewicht eures Silbers euch hinderlich wird. Bin jederzeit für euch da. Ich weiß, dass hier oben noch einer war. Was ist das? Was ist das für ein Zopf, Alter? Den geht es hier anscheinend alles gut. Wer ist das? Wächter Jung? Ich werde gleich die Aufnahme beenden, keine Angst. Ziemlich aufregende Sache. Ja, Banditen können verzwickte Gegner sein. Gao, den Geringen, hat das natürlich nicht davon abgehalten, ein paar davon niederzuschlagen. Der Junge liebt es, anderen weh zu tun. Sie hatten Glück, dass ich meinen Posten nicht verlassen darf. Ja, großes Glück. Meister Lee wünscht nämlich, dass ich hierbleibe und aufpasse, dass seine Schüler nicht hinauslaufen. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Also ich weiß, dass die Stimme, also der Schauspieler bzw. Synchronsprecher auch Filme synchronisiert hat. Deswegen kommt es mir sehr bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht gerade, wem er häufig synchronisiert. Aber egal. Gibt es im Dorf irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Warum fragt ihr? Ist ein Banditenangriff euch nicht interessant genug? Wovon würden die Leute wohl sonst sprechen? Tetrapack. Kann ich euch etwas über den Kaiser fragen? Vielleicht solltet ihr da jemanden aus dem Dorf fragen. Ich würde mich lieber auf meine Arbeit konzentrieren. Zwei Ströme mag ein stilles, abgelegenes Fleckchen sein, aber ich habe es zu schützen und ich nehme meine Aufgabe sehr ernst.
Lebt wohl. Boah. Wie sie sich gerade angehört hat. Lebt wohl. So abneigend einfach. Nee, da wollte ich nicht lang gehen. So. Ich wusste gar nicht, dass Meister Li so mächtig ist. Warum lebt ein Mann wie er nur hier? Ja, keine Ahnung. Was fragst du mich das? Danke, dass ihr uns vor diesen Banditen beschützt habt. Kein Problem. Es war mutig, euch den Banditen zu stellen. Meister Li hat euch offenbar viel beigebracht. Ja. Den Banditen in den Sümpfen muss es wirklich schlecht gehen, wenn sie es wagen, uns hier anzugreifen. Ich wusste gar nicht, dass Meister Li so mächtig ist. Warum? Seltsam, dass diese Banditen uns angegriffen haben. Für gewöhnlich sind sie nicht so dreist. Wo kommt morgen Janice jetzt? Ich denke, eure Zeit als Schülerin wird bald beendet sein. Diese Banditen habt ihr ja spielend besiegt. Ja. Meister Li hat sich nie zuvor so machtvoll gezeigt. Er ist wahrhaftig ein großer Mann. Ja. Mit eurem tapferen Einsatz am Ufer habt ihr euch im Dorf viele Freunde gemacht. Seltsam, dass diese Banditen uns angegriffen. Gewöhnlich sind sie nicht so dreist. Passiert, ne? Aber okay, gut. Ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Ich bedanke ansonsten mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann geht das nächste Mal weiter im Jade Empires. Mal gucken, was uns das nächste Mal alles zukommt. Mit Morgensternskopf, Alter. Stimmt, eigentlich wollte ich gerade noch Morgenstern ansprechen, aber kann ich das nächste Mal machen. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal daran. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.